Ja gut, dann wollen wir, meine Freunde, welcome back zur Schwarz No XP. Dann hoffen wir, dass wir heute ohne Probleme hier durch die Aufnahme kommen, beziehungsweise generell durch den Run. Eine Kombi-Attacke. Willst du eine Kombi? Bruder, willst du Vierer oder Neuner Kombi? Und jetzt regnet's. Ja, wir sind letztes Mal hier in, wie hieß die Stadt? Marina? Fleetburg 2.0 angekommen. Tiefkühlcontainer. Marea. Ah, guck mal, ich kann hier... mit dem Knopf. Gut. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was wir hier machen müssen. Warte mal, da ist die Brücke, ne? Und hier ist dieses Ding. Wassersäulen Otaro beibringen. Du meinst meinem Level 5 Otaro? Pokémon mit Level 30 oder höher. Noch nicht. Noch ein bisschen Arbeit vor dir. Ja, ich kann halt nicht leveln, Junge. Was soll ich dir sagen? Das tut mir jetzt aber leid. Da war ein Typ namens Charles, der hat alles leer gekauft. Aha. Wo gehe ich denn hier nur wieder hin? Kumo-Milch. Ich glaube, hier hinten kommt man irgendwo raus. Oh, guck mal. Tschüss. Riesenperle. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich will meine Angebetete unbedingt beeindrucken. Hab da mehr neue Formen des Pokémon-Kampfes erlernt. Es handelt sich... Nee. Fuck off. Fuck off, Charles. Einfach Dieb. Boah, dass du extra gekommen bist, ey. Fantastisch. Kannst du mir eine Bitte erfüllen? So, hier war noch dieses eine Gebäude, ne? Kriegt man hier nicht irgendwie ein Sorua oder so? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwie dachte ich, dass man hier mal ein Sorua bekommen hat. Okay, hier labern die Leute wieder nur Müll. Labern wieder Müll. Bap, bap, bap. Route 6. Ach du Scheiße, unser Team, ey. Gibt's hier eigentlich... Warte mal, hier unten müssen wir hin. Genau. Storymäßig müssen wir erstmal hier hin. Tiefkühlcontainer. Oh, auch das ist ein Trainer. Oh shit. Okay. Der Raiumkampf, ja, der Raiumkampf, boah, schwierig, Digga. Imagine den Nuzlocke nur mit Raiumkampf. Das ist das, was ich tatsächlich übel gemocht habe an Kolosseum, dass einfach alles Doppelkampf war. Ohne Wenn und Aber. Kacke. Oh, shit. Oh Gott, Eisenabwehr. Okay, gehen wir zu Sido, weil Sido resistiert alles von dem Kollegen.
Du hast nicht mal Temposchub, Minion. Drücken wir auf Irrlicht und dann Dingens, ne? Oh oh. Das kann poisonen. Oh lol, der hat den Giftdorn. Und wir verfehlen Irrlicht. Geil. Und wir verfehlen schon wieder. Und wir verfehlen schon wieder. Cool, jetzt haben wir dreimal verfehlt. Der Dude hätte schon lange tot sein können. Kirapendra, vermisse ihn in den neuesten Gen. Ja, das stimmt schon, ja. Kirapendra war nie in Gen 8, ne? Und in Gen 9 halt auch nicht. So, Cleopatra neben Boku no Pico. Und die Botox-Hexe mit Karate Andy. Krokodil und Sido ganz am Ende. Warte, was? Wie komm ich denn da durch? Ich raff's nicht. Ich schaff's nicht. Wo muss ich denn da lang? Wo muss ich hin, Mann? Ich muss hier runter. Oh lol, es gibt hier Mons. Schwert und Schild gab es, Kirapendra. Ich erinnere mich gar nicht. Boah, Digga, 27 Terrybark, ey. Sharon. Warum bewacht er die Tür? Okay. Wie dem auch sei, mich beschäftigt irgendwie doch, dass der Champ was gesagt hat hier, von wegen... Juhu, Eisrätsel, Freunde. Okay. Wir skippen die ganzen Trainer, wenn möglich. Shit. Genau reingelaufen. Scheiße. Okay. So cool, mal live dabei zu sein. Aristu, bist du sonst nie auf hier im Stream, oder was? So, wir zünden den Mogelhieb. Bah! Thank you.
Ich habe 54 Leben, das heißt, die Gegner auch ungefähr, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben 22 KP, 22 Level. Mit Nachtnebel bräuchten wir somit eigentlich für fast alles einen Triple Shot, ne? Oder mehr. Oder mehr, actually. Nein, leider nicht, da ich sonst abends zocke. Ach so, ja, aber die meisten Leute zocken doch einfach nebenbei. Also gucken sich den Stream nebenbei an oder so. Heute mal zufällig auf Twitch angemacht. Ah, bin auch nur selten in Streams dabei. Ah, Ananas auch sehr selten in Streams. Okay. Ja, dann willkommen an euch beide. Ja, heute ist wie gesagt so ein kleiner Teststream, weil ich meinen PC jetzt komplett neu aufgesetzt habe. Auf Windows 10 anstelle von Windows 11 und ich hoffe, dass ich die Probleme beseitigt habe. Ich habe jetzt heute schon ein, zwei Videos aufgenommen. Mal sehen, ob die Ruckler da immer noch drin waren. Ich hoffe nicht. Also bisher macht der Stream einen sehr soliden Eindruck. Das würde mich freuen. Das täte mich freuen. Da ist ein... Oh, scheiße. Ach, warte mal. Ja, stimmt, da war ja was drin, ne? Ich glaube, da ist ein Boss. Leute, wir machen aber ganz kurz Pipi-Pause. Und dann geht's in den Bossfight. Oh, Digga, ich habe so Muskelkater von gestern. Tschüss, ey. Oh. Okay. Dann wollen wir, Freunde. Rein da. So, wir werden übel die Fresse poliert bekommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Sieh an. Ihr hattet euch tatsächlich hier drin versteckt, ihr Loser. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, kann ich euch nach draußen führen, auch wenn ich keine Lust dazu habe. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also los, Plasma, vertreibt die Eindringlinge. Ich versuche, die Story so ein bisschen zu raffen, ne? Jeder übernimmt eine Hälfte. Uff. Ich bin der stärkste Team Plasma. Okay, cool. Deswegen nehmen wir dich ganz am Anfang. Ich versuche, das ist so meine Chance, Gen 5 so ein bisschen besser zu checken. Von der Story her. Papara, ratada. So, Mogelhieb. Ich drück dir ne Bombe rein, dumme Schwein. Ey, wir machen einfach keinen Damage. Komm, ich resistiere das. Kein Death Drop. Fuck off, Bro. Warum call ich so ne Kacke immer? Ich call das. Hey, ich geh raus, du Krokodil. So, komm. Beiß mal in mein Krokodil rein. Oh. Mein Krokodil ist verwirrt. Tschüss, was heißt das jetzt? So, hallo Frenzy, by the way. Der hat das überlebt? Oh my goodness. Überlebt.
Huch. Nee, ich will nicht fliehen, ich will wechseln. Ja, zu Karate, Andy, let's go. Na toll, meine Tochter tanzt zu dem Sound, anstatt zu schlafen, Gigi. Geil. Ich geb dir den Doppelkick. Rechts Genick. Boah. Alter, okay. Guckt euch mal Zuro-Kicks an. Der Dude zieht seine Hose bis zum Hals hoch. Bis zum Kinn. Kein Wunder, dass das immer runterrutscht, Digga. So, das resistiert er halt vierfach, ne? Aber... Oh mein Gott, oh boy. Kratzfurier. Und wir verfehlen. Na, großartig. Na, fucking großartig. Ja, ich hätte auch einfach die Verfolgung ballern können. Und jetzt kassieren wir. Ja, geil, Digga, gib's mir. Ja, komm. Hau mich weg. Warum kriegen wir eigentlich in dieser Challenge die ganze Zeit die krassen Hacks ab? Immer wenn's wichtig ist. Schlitzemonster, grüß dich. Grüß dich, grüß dich, grüß dich, mein Boy. Küss dein Herz. So, Boku no Pico kommt rein und verteilt ein paar Schellen. Muss ich jetzt echt alle besiegen? Ach du meine Fresse. Es gibt bestimmt keine Stärkere, nur damit du Bescheid weißt. Sagt das jeder über sich selber? Frustration. Okay, das hat gut Damage gemacht. Tschüss. Mehr als wir, actually. Wir sind auf dem gleichen Level. Weil er könnte halt auch mal verfehlen. Ja, komm. Ruckzuckhieb wäre halt mega sick für uns, ne? Sick für uns. Ja, wie gesagt, das Wechseln hätte keinen Unterschied gemacht. Oh Gott, warum gehe ich zur Botox-Hexe? Oh oh. Okay, Folterknecht. Never mind. Alles gut. Bitte triff. Kann Duplexieb verfehlen? Oh mein... Wow, wir haben wieder den Zweier bekommen, ne? Geil, Bro. Geil, 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 geil. Feier ich, stehe ich drauf. Ja gut. Ich muss da mal, ne? Ich muss da mal los, Jungs. Das Doof ist nur, jetzt muss ich wieder komplett hier... die Eisrätsel nochmal machen, ne? Habt ihr Encounter im Kopf, wo ihr sagen würdet, ey Sefi, guck mal, auf der Route musst du unbedingt das mitnehmen?
damals vor knapp 7 Jahren angefangen, Sefi zu schauen. Crazy. Ist da hinten noch ein Item? Nee. Okay. Hol dir das so... Oh, Scheiße. Verdammt. So, den Fußkick immunisiert. Jetzt gehen wir auf Irrlicht. Bitte triff ihn. So, der Steinwurf macht nur noch halb so viel. Boah, macht immer noch viel zu viel. Ich würde. Oh, Crit. Ja gut, ein paar KP haben wir gelassen, aber actually sind wir gut weggekommen. So, ich guck, dass ich jetzt nicht unnötigerweise in jeden reinlatsch. Den haben wir bekämpft. Okay. Das ist so eine suspekte... Also Gen 5 ist eh weird, ne? Das ist so eine komische Szene hier in diesem Eisding drin, wo so 20 Leute drin sind und der alte Mann sich hinter denen versteckt und so. So, Mogli. Einmal den Drecksack schlagen. Sehr realistisches Szenario, oder? Wie oft hat eure Katze mit dem Müll rumgespielt und den so ein bisschen kaputt gemacht? Please don't poison me. Ja. Hallo Karima, willkommen. So, wie sieht's aus, Brudi? Wie viele soll ich denn noch machen? 1, 2, 3, 4, 5. 4 oder 5 habe ich jetzt schon gemacht. Wie viele macht denn Sharon, Alter? Garnovil. Okay. Actually, ich glaube, den könnten wir mit einer Kratzfurie killen, wenn wir 5-mal treffen. Oh shit. Crit. Let's go. Ich glaube, Crit war hier noch doppelt, ne? Ab wann war Crit 1,5-mal? Weiß es nie. Guck mal da. Zwei Stunden live und Twitch schickt mir keine Nachricht. Ich habe eh das Gefühl, dass in letzter Zeit es wieder ganz, ganz schlimm ist. Also, weiß nicht. Wir haben ja auch kaum Leute im Chat, ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute sind wir gerade? Ich habe eh das Gefühl, dass kaum einer mitkriegt, wenn ich streame gerade. Okay, komm.
Karate Andy ist halt mittlerweile echt. Okay, minus 1 resistet. Macht er mehr als Hälfte? Never. Alter, Karate Andy, Iris. Schon wieder den Death Drop? Oh nein. Oh. Death Drop und die Hypnose getroffen. Auch nur durch Zufall gesehen, dass du on stream bist. Alter, wir haben Death Drop gefressen, sind am Schlafen und haben die Verwirrung jetzt. Komm, Andy. Jawohl, hau ihn weg. Wir werden ihn nicht mal killen. Selbst wenn wir treffen. Digga. Ich calle alles. Leute, ihr denkt immer. Hä, wie macht denn der das? Wie callt denn der jeden Scheiß? Leute. Und jetzt. Gib ihm. Gib ihm! Nicht dir selber! Na, sieh einer an. Los, Männer! Vertreibt die Diebe. Und die müssen jetzt einzeln rauslaufen, weil alle zusammen den Nintendo 3DS in Flammen aufgehen hätte lassen, oder wie? Ich will das einem ewiges Eis. Ewiges Eis. Oder Eisstrahl. Schade. So. Ey Leute, wir brauchen dringend neue Pokémon. Wir brauchen dringend neue Monster. Sonst werden sie uns die Fresse polieren. Ich hab keinen Schirm. Ich mag halt unsere Pokémon total, aber sie können halt nicht leveln. Das ist das Problem, das ist das Ding an dieser Challenge. Sie können nicht leveln. Und sie werden immer schwächer und scheißiger. Die Frage ist halt, was für ein Level hat dieses Zoroa? Weil Zoroa ist halt auch ein unentwickeltes Mon, ne? Ja, aber wo ist denn das? Muss das nicht hier irgendwie sein? Ich habe die Erinnerung, dass es hier ist, aber es scheinbar nicht. Ah, hier, warte mal. Es freut mich, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich gehöre zum Team Plasma und mein Mentor nennt mich Jesus. Oder Getzes, wie auch immer du möchtest. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Du bist gar nicht so cool, wie du denkst. Das kannst du dir sparen, du Trottel. Oh, da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich habe es lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. So wie Jesus und seine Jünger. Na, wenn das mal stimmt.
Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck. Was willst du mir sagen? Wir von T-Plasma haben halt Interesse an Maria City. Da sind wir auch mit vielen unserer Leute vertreten. Oh, ob das so stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, sollte schon für irgendwas gut sein. Warte, was? Also schön, nimm deine Leute, verschwinde von hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, kleiner Trottel. Vielen Dank, werter Getzis. Jesus. Du Trottel. Der ist halt wirklich so ein Jesus, ne? Alle gehen dem nach und finden den so cool und vielleicht muss ich mir doch mal den Pokémon-Film geben mit. Es gibt doch einen Film mit Getzis, oder? Ja, es gibt einen Film mit N, dann gibt's auch einen mit Getzis. Ach Scheiße, wir haben ja hier die Bodenarena. Oh nein! Boah, der Typ hat ein Stahlobor. Das wird mich komplett hinten reinkocken, Alter. Bro, wir können nichts gegen das Stahlobor machen. Nicht mit diesem Team. So, Arisu, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Komm mal wieder vorbei. Blum. Leute, das Stahlobor wird uns richtig schön den Analplug reinbohren. Das Ding werden wir nie... Keine Chance. ...27-29. Ey, krass, was Level ausmachen, ne? Weil das ist das normale Spiel. Das ist ja nicht mal, ne? Das ist ja nicht mal irgendwie ein krasser Hack oder eine Nuzlocke oder so. Aber alleine der Fakt, dass man, wenn man underlevelt ist, einfach keinen Schaden macht, macht dieses Spiel so viel schwerer. Also, eigentlich zeigt mir das gerade... Boah, Digga, was ist das gewesen? Der Sprite von Mebrana, Digga. Dieses Kopfschütteln. Das zeigt mir halt, wie OP der EP-Teiler ist, ne? Mal wieder. Aber gut. Gehen wir zu Sido. Seine Jiggle Physics. So, das wird resistiert. Warte mal. Was ist denn das? Ist das Lehmschuss oder was ist denn das? Ich dachte, das ist irgendwie ein Säurespeier oder irgendwas. Scheiße. Ach, das ist die Lehmbrühe. Sogar oder wie oder was? Oh mein. Praktibalk 21-26. Terribar kannst du noch fangen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Little Freak hier schon wieder am... Dingseln, oder was? Schön am Recherchieren. Das ist ja... Ey, also mehr kann man sich ja nicht, gar nicht wünschen. Ey. Solchen Mods alles auf dem Silbertablett. Tschüss. So, das dürfte den umbringen. Danke. Oh. Okay. Jetzt kommt's. Mercedes!
Dankeschön für die 31 Monate. Kuss. Kuss, Kuss, Kuss. Jetzt kommt's. Roter Murph ist nur der Vorgeschmack. Okay, Boku no Pico, los! Streng dich an, Boku no Pico! Sternschauer! Oh mein Gott, das hat nicht gereicht. Und der ist noch nicht mal ein Stahlmon. Oh mein! Ja, du hast dich nicht so angestrengt. Pico. Wie es lacht, während es dich aufschlitzt. Ja, ist echt so, ne? Boah, Digga. Ey, mit einem Crit würde das halt mein ganzes Team wipen. Cool. Der erste Trainer. Scheiße, Alter. Wie mache ich diese Arena? Ey, no XP? Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass eine no XP Challenge für mich schwieriger wird als eine Nuzlocke. Aber das hier fühlt sich so viel schwieriger an, obwohl Pokémon ohne Ende sterben dürfen. Ist echt crazy. So, hallöchen Pepperboy. Hey, Pepperboy, hast du gesehen, dass man in dem neuen Zelda-Spiel einfach Darth Vader als Vater haben kann? Warte mal, kann man hier nach hinten? Ja, kann man. Ich glaube, hier geht's weiter. Scheiße. Oh, habe ich das laut gesagt etwa? Ups. Hoppala. Scheiße. Sag mal dir. Ja, jetzt kommt's. Rockaiman, Alter. Unser Krokodil ist 11 Level drunter. Bruder. Imagine, unsere Pokémon müssten at this point alle über Level 30 sein. Und wir sind auf Level 18. Tschüss. Überleben wir. Scheiße. Oh. Mal wieder durch den Bedroher gekrittet. Geil. Oh, Ma. Ja, jetzt ist der Bedroher wieder weg. Damn it. Okay, das ist speziell, ne? Ja, Trash, Genauigkeit aber. Scheiße. Trifft den Doppelkick. Yeah.
Wieso stehe ich bei Last Follow? Ich folge schon seit langem. Bei Last Follow? Da steht doch S1V irgendwas. Herr Freenzy? Nee, du folgst seit 18 Minuten. Laut dem Ding hier. Hast du mir etwa entfolgt? Okay, ja, das Krokodil ist jetzt weg, aber egal. Wir kommen schon noch. Auf der Route links von der Stadt nicht noch ein Pokémon fangen? Wir können generell überall Pokémon fangen, wo wir wollen. Das ist keine Nuzlocke. Oh no, mein Kind hat rumgedrückt in diesem Fall. Ah ja! Das Entfolgen erstmal auf die eigenen Kinder schieben. So macht man das jetzt, oder wie? Ah! Boah, ich muss auch Kinder haben, ey. Wie, Steuererklärung abgegeben? Meine Kinder haben die gefressen. Hä? Mein Kind hätte schon lange die Steuererklärung ausfüllen und abschicken sollen. Ja, also, entschuldigen Sie, ich muss echt nochmal mit dem kleinen Rufus reden. Komm jetzt mal durch. Oh mein Gott, Bro. Wow, ich war auf plus 2 und habe mich einfach gerade selber besiegt. Amazing. Tochter hat dich entfolgt und wieder gefolgt, weil sie doch gemerkt hat, dass du doch der Pokémon-Profi bist. Okay, kriegen wir das Membraner noch weg oder steckt er mich in den Sand? Sowas passiert mir immer beim Schlafen, wenn ich eine Playlist laufen habe, obwohl ich versehentlich immer an den Bildschirm drücke, versehentlich auf Dislike. Nur um dann alle Videos in der Playlist durchzugehen und wieder zu liken, ganz schlimm. Ah ja! Also was sind das für Ausreden heute, Leute? Dass ihr mich deabonniert und mich erstmal disliked, oder wie? Bitte, töte den. Ah, und er trifft immer alles. Wobei, kann Lebensschuss überhaupt verfehlen? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt irgendwie drei verschiedene Attacken, die genau gleich sich anhören. So, Karate Andi. Yalla. Den überleben wir. Batz. Yes. Alter, imagine Andi einfach halb so hoch gelevelt. 12 Level drunter. Ha, Itemsperre. Der Trottel. Komm, mach nochmal Itemsperre. Oh, Angebrei! Haha, da hat er dieses Smull zu voll genommen, ey. Tschüss. Alter, Karate Andi ist einfach der G. So, ist es jetzt, ich glaube, das ist er, oder? Scheiße. Oh Gott sei Dank. Warte mal.
Ach, egal, ich gehe eh heilen. Weißt du, was das für Telegram-Verlosungen auf YouTube waren? Schlitzermonster, das ist ein Spam-Bot. Sollte aber eigentlich jedem klar sein, der eine Sekunde auf das guckt. Right? Schnurges ist geflohen. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich muss hier rum. Ich glaube, wir sind hier halt auf dem richtigen, ne? Grünes unten. Grünes gut. Achso, der fährt nicht weiter runter. Schissel. Oh. Huch. Oh, das könnte der letzte sein. Rotomorph wieder auf Level 29. Meint ihr, sollen wir mal in den Arenaleiter rein strunzen? Oder sagt ihr, nee, Digga, geh von Anfang an raus und fang Pokémon? Weil wir haben fast das gleiche Team wie beim letzten Mal. Woher willst du wissen, dass du der Echte bist und nicht der in den Kommentaren? Tja, Jagger, eine ganz klare Sache. Ich bin verifiziert. Right? So, let's go. Okay, also ihr habt alle Bock, mit dem Team reinzugehen, ne? Ihr wollt alle leiden. Zumindest mich leiden sehen. Ja, gut, ne? Das ist ja, ja. Unser niedrigstes Pokémon ist Level 15. Das Ding wird über Level 30 sein. Ach du meine grüne Bubi. Okay. Dann rein. Also, ich bin da mal so frei, ne? Ich hab einen Cowboy-Hut auf und ich werde dich jetzt reiten. Okay, versuch's doch mal mit Lotion. Boah, der wird uns jetzt so fisten. Oh, Rockaiman direkt als erstes, oder was? Wahrscheinlich noch Hochmut, Rockaiman. Hoppla! Ha, so kämpfst du also, wie eine Pussy.
Okay, Krokodil? Boah, Digga. Okay. Wir nehmen Boku no Pico, um Rockerman zu schwächen. Und dann kommen wir mit Andy und finishen Rockerman. Er ist halt einfach schneller, Alter. Er ist halt schneller. Och Gott, Digga. Oh, wenn wir durchkommen. Oh, wenn wir durchkommen. Oh, please, hau dich nicht selber. Andy, Andy, mach jetzt nicht den. Komm, Andy, baller ihn. Andy! Oh, mein Gott. Well. Das können wir direkt. Können wir direkt von vorne machen. Der hat sich jetzt dreimal selber verletzt, ne? Mit dem Ding. LOL! Ja, ich hab nix mehr, um Rockaiman zu treffen. Oh. So, er hat jetzt Knirsche eingesetzt. Das heißt, er kann in der nächsten Runde nicht Knirsche einsetzen. Irrlicht! Bitte komm durch, Sido. Lass dich nicht provozieren, Sido. Du weißt es doch besser. Oh, wow, er verfehlt. Okay, ja gut, komm. Dann hören wir einfach auf. Dann werden wir jetzt einfach vom ersten Pokémon gesweept. Weil niemand actually Bock hat anzugreifen. Oh mein Gott! Er geht auf den Heal. Okay. Wir haben nicht mal eine Beere, die von Verwirrung heilt. Imagine, wir hätten eine Beere, die von Verwirrung heilt. Dann könnten wir das jetzt uns hier zunutze machen. Ich würde halt schon gerne nochmal reingehen, ne? Aber vielleicht verschwenden wir gerade unsere Zeit. Moin, Sie, wir gerade dein Torchlight-Video von damals gesehen. Hammer.
Das Torchlight-Video. Uff, Bruder. Hä, wie bist du denn auf das gekommen, bitte? Uff, ey. 12 Jahre altes Video. Dein erstes. Jein. Offiziell, also das, was momentan noch auf YouTube ist, ja. Es ist nicht mein erstes Video gewesen, aber es ist definitiv das erste, was noch da ist, ja. So, OnePlay, grüß dich. Also, wir haben Rockheiman am Start. Gehen wir direkt mit Karate, Andy? Ich glaube, wir gehen direkt mit Karate, Andy. Der Bedroher nützt nichts. Er wird uns dann hoffentlich direkt den +2 Boost geben. Und dann müssen wir ihn eigentlich nur die Fresse polieren. So einfach ist es doch. Wir müssen ihm einfach nur die Fresse polieren, Leute. So einfach ist das doch. Wir müssen einfach gewinnen. Folterknecht. Let's go. Doppelkick. Batz, batz. Batz, batz. So, macht nicht mal die Hälfte. Okay, cool, 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 cool. Dann gehen wir auf die Heimzahlung, weil dann kommen wir über... Oh, boy. Gib mir den Hit jetzt. Ich will den Hit. Gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir. Komm jetzt durch, Andy. Halt die Fresse, Digga. Was ist mit dir? Warum kannst du nicht einmal... Ach, jetzt kann ich dich doppelkicken, weil... Ey, also Andy, ey, es ist im Fall... also, ne? Das ist unglaublich, was du hier machst. Der Karate, Andy, der kann gar nichts. Der Hund. Ey, der hat sich jetzt schon dreimal selber aus dem Kampf rausgehauen. Ah, gegen Rockheiman. Und davor nochmal zweimal. Ey, also Verwirrung ist bei ihm... Fünfmal jetzt. Komm. Ey, wo sind die RNG-Götter, Leute? Jetzt sind wir langsamer als er und jetzt killt er uns. Digga. Oh mein... Der One... Ach, Diggi. Das Problem ist nicht, dass wir... Das Problem ist nicht, dass wir keine Chance haben. Das Problem ist nur, dass das Vieh, was eine Chance hätte gegen ihn, sich einfach immer selber verletzt. Das ist das Problem. Wir würden hier durchkommen, ohne ein einziges Mon zu verlieren gegen Rockheiman. Aber der Saftsack, der haut sich immer selber. Der Dulli. Und ich habe keine Beere, die ver... Das ist so stupid, Bro. In jedem Spiel findest du instant Beeren, die dich vor Verwirrung heilen. Wir bräuchten nur das einmal Verwirrung heilen. Matrifol zu 5%.
Ey, ich probiere das jetzt so lange, bis der Arschficker sich nicht mehr... Ich hoffe, die Kinder schlafen schon, ne, Leute. 22.22 Uhr. Bis der sich nicht mehr selber verletzt hier. Gutes Dread, Kopf durch die Wand, klappt immer. Na, ich will einfach nicht gehext werden, Jagger. Das ist das Problem. Guck mal. Ey, Andi. Du haust mir jetzt auf die Fresse. So, da kommt der volle Knecht. Batz, batz. Batz, bütz. Und jetzt kommt die Angeberei. Gib mal nicht so an, sonst kriegst du auf die Fresse. Andi. Andi? Andi! Ey, also jetzt mal ernsthaft, Andi. Das ist jetzt das fünfte Mal oder so. Du bist doch kein einziges Mal durchgekommen. Was ist mit Andi? Andi ist ja gottlos verwirrt, Alter. Wir machen das jetzt nochmal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, Alter. Der Andi wird jetzt hochgeheilt. Ja, Schluss jetzt. So, der ist jetzt wieder auf Neutral. So, Andi. Du haust mir den jetzt. Zacka. Und der wird sich jetzt heilen, weil er ein Arschloch ist. Crit ihn. Hau ihn weg. Die Sau. Okay, ich gehe auf Kraftschub. Ich gehe auf Kraftschub. Das wird jetzt ein Two-Shot. Actually hätte ich mit hier Dingens mehr Schaden gemacht, glaube ich, ne? Mit Heimzahlung, weil er hat gerade einen Mon von mir gekillt. Oh, bitte. Bro, Andi, du bist jetzt auf plus 3. Du bist jetzt auf plus 3, Junge. Du haust diesen scheiß Alligator oder dieses Krokodil zurück in den Nil. Okay, will jemand einen Counter? Will jemand zählen? Will jemand zählen, wie oft sich Karate Andi selber in die Fresse gehauen hat jetzt? Ey, das kannst du niemand mehr zählen, Digga. Der ist auf plus 3, der würde das ganze fucking Team von dem... Jetzt kannst du halt schon wieder nichts mehr machen. Der hat so ein Lack, Alter. Und wir verfehlen sogar noch die Kratzfurie. Zweimal, by the way. Ey, wie lucky kann man sein? Und jetzt darf ich den scheiß Weg wieder latschen. Ey, ich mache jetzt einfach ein Safe State. Das ist mir jetzt so dumm. Ich hoffe, ihr heult jetzt nicht rum. Aber ich mache mir jetzt ein Savey. Ein Savey an I do. Ich habe jetzt da wirklich keinen Bock mehr drauf, Digga. Okay, wir gehen
Als erstes auf Kraftschub. Er geht nicht auf Folterknecht. Okay, aber auf plus 2 würden wir ihn nicht killen, weil es ist nicht doppelt, right? Also es ist doppelt, aber wir brauchen mehr als Tusch. Okay, wie ist der Counter, Freunde? Wie ist der Counter? Wie ist der Counter, Leute? Wie oft hat er sich jetzt in die Fresse geboxt? Fünf, sechs, sieben Mal! So, Folterknecht, perfekt. Ich gehe auf Kraftschub. Plus eins. Jetzt gehst du für irgendwas. Ist mir scheißegal für was. Aber dieses Rockheimer glaubt jetzt dran. So, da kommt die Angeberei. Wir sind auf plus drei. Andi, ich schwör's dir, ich nimm dir deinen schwarzen Gürtel weg und gib dir den weißen wieder. Du verdammter Noob, ey. Ist das Spiel verbuggt? Ist dieses Spiel verbuggt? Andi, du kriegst den weißen Gürtel von mir. Du dreckiger Noob, Alter. Oh mein Gott. Wir machen es jetzt so lange, bis es klappt. Ist mir scheißegal. Und das zählt als ein Try. Wenn ich den jetzt besiege, first try. So, erstes Mal kommt er durch. Das erste Mal. Okay, jetzt greift er gleich an, ne? Gut, jetzt kommt der Folterknecht. Folterknecht. Nicht mehr verwirrt. Let's go! Batz, batz. Klapp. Batz, batz. Klapp. Fuck off. So, first try. Das wollte ich die ganze Zeit. Okay. Membrana. Plus zwei Heimzahlung. Oh, und der outspeedet jetzt halt wieder, ne? Okay, scheiß drauf. Karate Andi hat einen guten Job gemacht. Karate. Kleopatra. Mosel Heap. Und das war ein Crit. Dann Folterknecht ich an der Stelle jetzt mal, weil ich habe keinen Bock, 50 Lehmbrühen abzubekommen. Mehr als die Hälfte, Digga. So, Boku no Pico wird sowieso gegen Stalobor gar nichts machen, weil der komplett resistiert wird. Die Lehmbrühe könnte das auch mal verfehlen, ne? Sack. Das Membrana outspeedet uns? So, wenn wir jetzt Kratzfurie 5 treffen, können wir ihn killen. Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Ja, wieder nur ein Dreier. So ein billiger Dreier, Digga. Okay, die Botox-Hexe macht den Rest mit dem Strahl.
sie strahlt den die Eule. Wir machen nichts. Alter, die Botox-Hexe ist der schwächste Lappen, Alter. Weil jetzt kommt nämlich genau das. Oh mein Gott. Digga, ich bin nur 5 Level niedriger. Ey, die Botox-Hexe ist so weak. Unglaublich. Genauigkeitsdrop. Gib ihm mal die Verwirrung. Junge. Gib ihm mal eine fucking Verwirrung. Ach, Digga. Los, Sido. Nachtnebel. Oh mein Gott. Oh, geil. Okay, komm. Never mind. Wir brauchen actually Pokémon, die, keine Ahnung, die nicht einen 5-Shot brauchen, um irgendwas zu killen. Naja. So, was ist denn da passiert jetzt alles? Alter, OnePlay! Dankeschön für die 10 Euro, my guy! Vielen, vielen Dank. Und Anix, grüß dich! Dankeschön für die 28 Monate. Tier 2, by the way. Mua. Kuss geht raus. Dann haben wir Villian mit 8 Monaten. Performance, BG Performance mit 29 Monaten. Und Gude Gudi mit 69 Monaten. Und Weird Mike hat reingeradet. Tschüss, Kuss. So. Leute, wo sollen wir uns Pokémon holen? Hier? Oh! Level 23. Hat es Sporenwirt oder hat es Belebe? Okay, es hat Sporenwirt. Dann uninteressant. Seso Kids. Holy shit. Der gerade gemacht, ey. Der ein Sprungkick oder so? Das ist ja Sieg. Nice to know. Dankeschön für die 6 Monate, my boy. Let's go, Pokémon Profi. Okay. Habt ihr Namen für Seso Kids, Freunde? Ich hab nämlich einen. Der Seso-Kitzler. Komm, Leute. Ist doch ein guter Name. Gebt zu. Warum hat der jetzt wieder einen auf Level 27, Mann? Fehlen wir wieder zweimal. Oh, es ist zum Kotzen. Das Ding hat Egelsamen?
Bruder, wir verlieren gegen ein... Oh, warte mal, der ist ein Normalviech. Ha! Er hat sich mit Sprungkick selber gekillt, der Dulli. So, gib mir ein Level 27 Seso-Kitzler. Hallo, ich hab die Wegsperre, nicht du. Verrecken wir jetzt gegen wilde Mons? Cool. Wollte gerade mein Leben in Frage stellen. Raschelndes Gras, aber nice Encounter. Am Ende dieser Route vor der Höhle gibt's dunkles Gras. Okay, dann muss ich aber... Warte, dann muss ich actually... Das ist wieder so ein Vegeta-Moment, ne? Seso-Kids haben mir übel die Fresse poliert. Wenn ich das Ding jetzt ins Team nehme, wird's übel schwach sein. Alter, wir haben Egelsamen auf dem Ding. Das ist ja crazy. Das ist geisteskrank. So, die Botox-Hexe kommt instant auf die Box. Die macht nämlich gar nichts. JFI. Jiffy. Okay, gibt's in diesem Haus was? Oh mein Gott, bist du lustig, Tampignon. Level 27 ändert nichts. Doch, die Stats. Ein Blattstein. Shit. Lyri, grüß dich. Oh Gott. Dankeschön für die 65 Monate. Yeah.